Herr Präsident Leonhardt, Absage des Heimspiels gegen den 1. FC Köln, die richtige Entscheidung? Ja, ich denke unterm Strich ja. Ich hatte schon heute früh ein mulmiges Gefühl, als ich angerufen wurde, dass wir uns um 10 im Stadion treffen. Zudem war ich der Einzige, der von Bernsbach runter nach Aue gefahren ist, bei Tiefschnee wahrscheinlich oder bei Schnee. Wahrscheinlich hat es geklappt, weil ich ein Allradfahrzeug habe. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns getroffen und haben dort beraten. Schiedsrichter, Platzkommission, die Kölner und wir. Und haben dann, und diese Entscheidung wurde dann getroffen. Ich bedauere es sehr, weil es ist sogenanntes Wismutwetter, auch wenn es nur eine Phrase ist. Die Spieler waren heiß, der Trainer war heiß und der Präsident auch. Wir wollten unbedingt spielen, weil wir hätten psychologische Vorteile gehabt, denke ich, und gerade auch kräftemäßige Vorteile, denn die Kölner, die hingen die ganze Woche nur im Hotel rum und hatten da sicherlich auch die Nase voll. Ja, es ist nicht so, aber ich sage nochmal was zur Entscheidung, die ist tatsächlich vernünftig, weil es soll noch bis 17 Uhr, 16 Uhr schneien, also ständiger Schneefall. Die Bedingungen sind äußerst schlecht gewesen, auch die Platzbedingungen. Manchmal ist eine Rasenheizung gut, in diesem Fall war es nicht so gut, weil der Platz immer wieder dann auch so aufgeweicht ist, Schnee drüber kommt und immer wieder hätte das Spiel unterbrochen werden müssen wahrscheinlich. Und der Schiedsrichter hatte gleich kein gutes Gefühl, auch von der Verletzungsgefahr her, was man akzeptieren muss. Wir haben dann nochmal nachgelegt, aber nichtsdestotrotz kam dann ein weiterer Aspekt und diesen Aspekt, den muss man akzeptieren, denn ich muss an unsere Fans und an unsere Zuschauer denken. Die Anreise ist ja katastrophal aufgrund der Witterungsbedingungen. Es macht dann auch keinen Spaß und das muss man einfach akzeptieren und da muss man alle Gesichtspunkte, alle Dinge beurteilen. Und deshalb war es absolut eine richtige Entscheidung. Ich betone nochmal, die Kölner hatten sicherlich auch die Schnauze voll. Die müssen jetzt 10 Stunden nach Hause fahren und müssen da wieder nach Aue. Das ist auch nicht so einfach. Und deshalb müssen wir jetzt unsere Kräfte bündeln und müssen uns einfach auf das nächste Spiel konzentrieren, auf die nächsten Spiele, die Sache abhaken. Unsere Jungs sollen heute trainieren in der Halle. Wir spielen morgen dann, damit wir im Wettkampfmodus bleiben, in Spiel in Cottbus, ein Freundschaftsspiel. Das hat der Cheftrainer gerade mit Wollitz versucht zu vereinbaren. Und deshalb einfach weitermachen und nach Oberwiesenthal Skifahren gehen, weil Fußball ist heute nicht möglich. Ein herzliches Glück auf und bis bald.